Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. So, früher Morgen, 1:30. Und wir haben jede Menge Sachen, die wir in den Produktionen abholen können. Deswegen habe ich den Ballenwagen hier mal hingeschickt. Laborhefe fast voll. Das sollte eigentlich schnell zu machen sein, aber auch Musterei. Pflaumen, Apfel, Birnensaft voll. Ist ja auch gleich hier nebenan. Sollten wir vielleicht als erstes wegmachen, damit wir sehen, ob da noch vielleicht mehr drunter ist. So, mach mal ein bisschen Licht an, genau. So, zack. Und dann fahren wir zur Musterei. Musterei, Paletten, Ausgang, da bitte hin. Vielleicht können wir ja von jeder Sorte, drei Sorten sind es ja, wie ein Apfel und Pflaumen, jeweils 100 mitnehmen. Dann haben wir die Position schon wahrscheinlich aus der Liste raus. Entweder fahren wir dann nochmal, bis zu dreimal. Und sehen dann entweder, dass da noch mehr ist. Dann fahren wir natürlich erst die ab. Feld 67 ist bereits komplett gemulcht. Da wollen wir dann noch pflügen. Mist draufstreuen und dann Steine sammeln. Weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge ich das machen sollte. Ich würde sagen, wir schmeißen erstmal Mist drauf und dann pflügen wir das unter und so, dann mach die mal. So, fahren wir noch ein Stück vor. So, gucken wir mal. Wo komme ich in die Produktion rein? Hier. Apfel. Apfelsaft. Also zweimal müssten wir fahren. Pflaumen und Pflaumensaft, Birnensaft, okay. Apfel. 20 Paletten. Birne. 20 Paletten und Pflaumen. Pflaumensaft da. 20 Paletten. So, jetzt sind wir ja schon mal wieder was Weißes da stehen. So, jeweils 100.000, jawohl, ab zum Zentrallager, Flüssigkeiten, Getränkeflüssigkeiten da, andersrum. So, dann haben wir noch Kalk, Hefe und Heupellets fast voll. So, den Kartoffelfahrer, der die Mayo, Ketchup und Senfproduktion vollgemacht hat, hatte die auch jetzt vollgemacht und das war dann der Rest.
Also können wir, ist der frei zur Verfügung? Und momentan habe ich halt nichts. Wir werden mal schauen, ob wir gleich was zu tun haben für ihn. Da steht er nämlich, war bei der Kartoffelfabrik. Ich glaube, da habe ich schon lang kein Wasser mehr hingefahren. Lass mich mal hier raus. Die Ballenpresse werden wir erstmal nicht brauchen, oder? Gibt es mittlerweile am heutigen Tag auch. Wir haben Grubbern. Können wir auch mal machen. 38. Dann ist da abgeerntet. Okay. Eisenerz. Nur noch 2 Stunden. Nee, mache ich glaube ich nicht. Dann machen wir mal hier wieder die Werkstatt frei. Vielleicht ist nämlich gerade jemand anderes gekommen, der Mulcher. Dann können wir gleich hier den Miststreuer losschicken. Oder hatte ich den schon? Weiß ich gar nicht mehr. So. Einfach hier rein. So. Dann kann er sich nämlich den... Nee, noch nicht den Pflug nehmen, aber den können wir schon mal anschließen. Na, LKW im Getränkelager? Wahrscheinlich. Stehen lassen können wir ihn auf jeden Fall nicht, da kommt der Roboter nicht drumrum. Dann stellen wir den mal rüber. So, dann gucken wir mal. Auf der anderen Seite, ob der Mistfahrer da noch steht. Könnte aber sein, dass er vielleicht schon weg ist und er auf halbem Weg stehen geblieben ist. Aber wir schauen mal. Ne, da steht er da noch. So, einmal hoch. Klar, Motor starten. Das ist richtig, das war glaube ich richtig. Nein. So rum. Hier kommt 67. Mist. Weiß ich nicht, was wir jetzt leer machen. Wir können auch die Tiere, Schweinestall, Zoo, Mist leer machen. Aber der kann schon mal sich auf den Weg machen. Voll ist er. Wir nehmen nochmal die Sperre raus. So. Passt hier noch was rein? Ja. So, er hat hier nichts mehr drin. Das wäre doch jemand, um Kalk wegzufahren. Kalk, lad das bitte ins Lager Mitte ein.
Aus dem Kalkwerk, klar. Das ist Kiesgrube, Kalkwerk. Ausgang, wie viel Touren? 4 Stück sollte erstmal reichen. Oder 5. Nehmen wir 5. So. Spanngurte weg. So, dann schicken wir den jetzt erstmal zur Pelletsfabrik. Süden. Pellets. Palettenausgang, da. Joghurt, okay. Ja gut, für den haben wir noch nichts. Für den auch noch nichts. Wir haben eine Grubbermission, haben wir angenommen. Die könnten wir ja machen. Wir haben ja hier noch 2 Traktoren stehen. Einer haben wir schon geparkt. Dann nehmen wir uns den blauen Grubber und fahren zu 38. Hat der Bauer nämlich da schon selber abgeerntet. Ja gut. Wir haben ja Feld 67 auch bereits leer. Wir müssen auch gleich mal schauen, ob die anderen Felder vielleicht auch schon mittlerweile fertig sind oder ob die erst am morgigen Tag erntereif sind. Dann würde ich sagen, du fährst jetzt nach 38. Die nächste Gülle. Ich glaube, der kommt gar nicht hinterher. Die Produktion mit Gülle voll zu machen, die sind eher leer wieder. Ja, unser eigenen Felder. Finden wir hier. Erntereif, ein weiter, da. 74, aber da ist noch kein Unkraut runter, also noch nicht zum Ernten. Hier haben wir einen schmaler Streifen. Also erst morgen. Feld 38 war leer, haben wir gesehen. Ja, das ist halt, wenn man die Nacht vorspult, dann fallen halt öfters oben welche, die man sofort leer machen muss oder noch bedienen. Wir haben 4 Stunden 47 Minuten noch für Hackschnitzelzeit, aber auch nur im Heizkraftwerk. Da muss ich jetzt nicht unbedingt voll machen. Wenn wir mal was übrig haben, kann das gerne da rein. Aber ist jetzt nicht zwingend, dass wir das jemals voll machen. So, hier sind wir bei der Pelletsfabrik und die Heupellets sind voll. Heupellets hier, okay. 60 Paletten. Ach, dann können wir auch die Trauben für die Musterei fahren, genau. Hatten wir vor 2 Folgen, glaube ich, schon mal vorgehabt, da was hinzufahren. Aber die Produktionen, die voll sind, gehen ja erstmal vor. So, du gehst jetzt zur Werkstoffe-Produktion.
So, wie weit ist denn der Kalkfahrer? Oder wie weit ist der Miststreuer? Er hat hier wieder abgeladen. Der Miststreuer ist noch nicht da. Der muss noch einmal rum. Okay. Ach, der Kalk ist aber jetzt da. Dann sollte der Punkt auch wegfallen. Und da ist er schon. Leerpalettenproduktion braucht Holz. Ist eigentlich auch kein Problem. Haben wir ja genügend liegen und gewachsen ist ja auch einiges. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Mosterei Trauben. Besuchen. Trauben, was gehen da rein? 105.000, okay. Dann haben wir das auch schon mal. So, hier können wir gleich mal schauen, wo wir ihn ansetzen müssen. Ja, Schnitzel-Pellets-Fabrik. Da würde ich gerne was gegen machen, dass die so langsam auslaufen. Aber Heizkraftwerk ist jetzt nicht eine hohe Priorität. Für mich wenigstens nicht. So, den alten Kurs löschen, einen neuen Kurs generieren. Basiswerte wie gehabt. Und er fängt da drüben an. Er soll sich selber auffüllen. Dann hat er hier auch ein bisschen was zu tun. Erster Wegpunkt. Und fangen wir an. Das wollte ich nämlich sagen, du fängst doch hier nicht an schon zu streuen. So, dann kannst du zum Palettenlager. Sind alle draußen? Ja. Ach, da warten wir keine Spanngurte drum, ne? Oh, shit. Jetzt stehen die alle vor der Tür. Oder viele. Uiuiuiui. Was haben wir? Haben wir überhaupt was hier hingebracht? Nee, du kannst ruhig aufbleiben. Ja gut, die Fabrik ist natürlich jetzt leer, aber deswegen hat es auch kaum geruckelt. Vielleicht. Da stehen auch noch welche. Der hat ja fast alle verloren. Uiuiuiui. Kann ich eigentlich noch mal rumfahren und die alle aufsammeln? Oh, oh, oh. Haben wir wieder Mist gemacht, beziehungsweise ich.
an die Spanngurte denken. Ich glaube, jetzt bei der Kante wird es nicht gehen. Doch, okay. Super. Passt ja doch. So, jetzt sehe ich aber hier keiner mehr. So, dann können wir rübergehen. Die Traubenpaletten. Grün. Können wir hinten rumgehen. Trauben, da waren sie schon. 105. Schnell rum. War schon hinten. Und danach kann er dann zur Hefe fahren. So, Spanngurte nicht vergessen und Musterei. Möhreneingang, nein. Obst, Gemüse, Zucker, da bitte hin. So, hier ist alles ruhig. Gleich 3:30. Er fährt immer noch. Und er ist... Wie viel lässt du hier? Och, der hat die zweite Bahn fertig. Hat pro Bahn 30% gebraucht. Also die Bahn kriegt... Die nächste kriegt er noch fertig. Und dann... wird er sich auffüllen müssen. Ich glaube nicht, dass bei dem Roten hier dieses Misstreuen dann irgendwie zu viel ist für viele Sachen. Weil wir kommen jetzt gerade auf Orange. Das ist jetzt nicht überdüngt oder so. Da kann ich mir nicht vorstellen. Egal, was wir dann später hier draufhauen. Oh, der steht im Weg. Wir können hier nochmal schauen. Ist noch was zum Einladen? Ja. So, dann müssen wir den aber jetzt hier mal wegsetzen. Du kannst dann auch zur Werkstatt fahren, würde ich sagen. Haupthofwerkstatt. Dann kommt der LKW auch zum Abladen. Er ist leer, super. Dann kann er noch 4-mal fahren. Dann haben wir ja auch genügend drin. Lass mal schauen. War gerade weggesprungen. Zwiebeln 1,1. Alle Achtung. Zuckerrüben. Kalk wollte ich gucken. Ah, zu spät. Kalk. 100. 87, okay. Na, wird so langsam schon wieder hell. Den Himmel betrachtet.
Und der fährt zur Werkstatt. Ist okay. Oh, er hat schon umgedreht. Ist bereits auf dem Rückweg. Aber den wird er jetzt nicht mehr voll machen. Noch 2%. So, wir sind leer. Muss aufgefüllt werden. Ja. Haben wir gesagt, soll er selber machen. Gute Fahrt. Er ist die zweite Kalkfuhr am Fahren. Und wir können hier ihn rausnehmen. Oh, falsch. Dahin müssen wir. Es wird weniger. Dann können wir den gleich schicken zur Hefefabrik. Oder nicht zur Hefefabrik, zum Labor. Und da Hefe abholen. Das ist Zuckerfabrik, Labor, Palettenausgang. Jawohl. Dann haben wir die, was fast voll war, alles abgeschlossen. Alles abgeholt, wenigstens einmal. Wir sollten aber dann nochmal zur Musterei fahren. Apfel, Birne und Trauben nochmal 100.000 abholen, damit da wieder vernünftig produziert werden kann. Und nicht, dass uns, wenn man die Meldung in einen halben Tag wieder ereignet. Und wir haben den Grubber zu 38 geschickt. Ist der da? Jawohl. Besuchen. Oh, hat wurde schon gekalkt. Okay. So, dann. Ja, die Bauern hier sind sehr schnell mit den Sachen. Ernten ab und zack, ist wieder gekalkt und wird weitergemacht. Sollte hier aber auch recht fix gehen. So, einmal drehen und ersten Wegpunkt bitte anfangen. Hier ist Stau, hier ist Stau. Von wegen kommt doch keiner durch. Müssen wir erstmal hier Hand anlegen. Bisschen Sprit noch einfüllen und das war's, ja. Repariert war ja schon hier. Schon lange Zeit. Der andere macht das ja da vorne schon. Schon immer. Seit er denken kann. Repariert er da Fahrzeuge. So, kommt der Mistfahrer vorbei, jawohl.
Nee, das haut so nicht hin, wie ich hier fahre. Wenn man zu genau machen will, ne, dann geht's voll in die Hose. So, das dürfte aber gut sein, wenn wir hier gerade zurückstoßen. Dann stellen wir den auch erstmal hier rein. Ich glaube, rückwärts ist es. Kommen wir weiter rein. Gut, ist eh keine Garage für ihn hier. Da guckt er immer meistens die Hälfte raus. Oder schlägt oben an. So, sperren. Ist hier nichts mehr drin. Die Gülle ist leer. Gut. Aber wir haben noch ein bisschen was. Fahren wir zu dem Schafen. Gülle 2. Oh, vorbei kommst du da, ja. So, erst beim Labor, also kommt die Hefe erstmal da raus. Paletten. So, dann haben wir die oben auch schon raus. Alles, was wir abholen konnten, haben wir abgeholt. Hier bin ich wahrscheinlich ein Ticken zu dicht dran. Deswegen. So, Hefe, Hefe. Wo kommt jetzt Hefe rein? Lebensmittel? Komm. Komm mal zum Lebensmittel. Eigentlich müsste es ja im Kühlhaus. Wird ja kühl gelagert. Aber mal sehen. So, liebe Freunde, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Und nicht vergessen, Gurten.